Hallihallo. Ja, Hildegard von Bingen, für Sie ist es wieder Zeit für die spirituelle Heilerin, die Kirchenfrau aus dem 12. Jahrhundert, also im 11., Ende des 11. ist sie geboren und hat in das 12. Jahrhundert hineingelebt. Es heißt, sie hätte auch Kaiser Barbarossa persönlich gekannt. Und Biden ist ja ein unbändiger Freiheitswille bekannt, aber vor allem auch eine Verbindung nach oben, die stabil und gut funktioniert haben soll. Das sagt man ja auch über Kaiser Barbarossa. Ja, die gute Hildegard von Bingen, die ihre Durchgaben von oben bekommen hat, es gibt Zeichnungen, da sieht man sie sitzen und über ihr ein Lichtkegel, der also aus dem Universum auf sie herniederscheint und ihr eben viele Dinge preisgegeben hat, viele sehr, sehr wertvolle Informationen für heute, aber auch schon für damalige Zeit, für uns Menschen, die sie zum Glück aufgeschrieben hat. Ja, und wir arbeiten hier ja seit einiger Zeit das Buch von Wieckhard Strelo durch, die Psychotherapie der Hildegard von Bingen. Untertitel Heilen mit der Kraft der Seele. Und Hildegard macht hier klar, dass der Mensch sich leider immer wieder verschiedenen Untugenden unterwirft. Übrigens, das kann man im Anfang bemerken, wenn man in eine Untugend fällt. Man beobachtet sich selbst und schüttelt vielleicht mal so ein bisschen den Kopf über sich und sagt, was machst du denn da wieder? Naja, und wenn man diesen Kopf halt öfter schüttelt, weil man das öfter beobachtet, dann darf man davon ausgehen, dass man gerade im Begriff ist, sich etwas Falsches anzugewöhnen. Mit manchen Eigenschaften wird man allerdings auch schon geboren. Vielleicht hat man die dann auch mit rübergebracht, denn der Kern, das innere Ich, manche sagen die Seele, manche sagen der Geist. Die Seele ist es auf jeden Fall, wenn wir über das Jenseits reden. Da ist man die Seele und wenn man wieder inkarniert, so könnte man es vielleicht ausdrücken, dann inkarniert der Geist in das Fleisch, also in den Körper. Und dann besteht man ja durchgehend aus zwei Komponenten, nämlich aus dem Irdischen und aus dem Geistigen. Und wichtig ist bei allen Entscheidungen, die man trifft, das Geistige über den Verstand zu stellen, damit die Empfindung, die innere Stimme bei jeder Entscheidung, sei sie auch noch so klein oder marginal, wie der eine oder andere vielleicht meint, dass sie doch im Einklang mit dem Licht sozusagen getroffen werden kann. Ja, und wir sprechen heute über eine Untugend, die sehr weit verbreitet ist. Und die heißt Sturheit. Sture Leute, das ist eine Herausforderung für jeder Mann, der nicht stur ist. Und wer stur ist und auf sture Leute trifft, der hat es noch schwerer. Und jetzt werden wir aber heute uns anschauen, was ist Sturheit überhaupt, wie äußert sie sich, was bedeutet auch, wenn du stur bist, das für deinen Körper, welche möglichen Krankheiten könnten dir blühen, wenn du nicht ganz schnell in die Gegenrichtung unterwegs bist. Ja, und das Gegenstück zur Sturheit, das benennt Hildegard mit dem Wort Umkehr. Dazu gehört bestimmt auch Einsicht. Und also auf der Seite der Sturheit, da findet man dann noch weitere Untugenden, die sich da unterordnen oder sich beimischen oder eben mit dazugehören. Das ist die Verhärtung, die Starrheit, die Herzenshärte, die Verschlossenheit, die Uneinsichtigkeit und die Unfähigkeit zur Veränderung. Das ist natürlich das Schlimmste, was einem Menschen passieren kann. Wenn er nicht in der Lage ist, gewisse Dinge, die ihm absolut kein Glück bringen, weil sie nämlich zu den Untugenden gehören, wenn man nicht in der Lage ist, das wieder loszuwerden. Ja, und die Umkehr,
die der Sturheit gegenübersteht, zu der gehört noch vieles, zu ihrer Familie, nämlich die Erneuerungskraft, die Herzensgüte, die Offenheit, die Toleranz, da ist sie wieder. Die Wandlungsfähigkeit. Die Wandlungsfähigkeit steht der Unfähigkeit zur Veränderung gegenüber. Ja, ich frage mich gerade, spannenderweise, jeder hat ja so seine Themen und ich habe mich gerade bei der Unfähigkeit zur Veränderung gefragt, wann wohl unsere Medien, die Mainstream-Medien, in eine Bewegung kommen können und weg von der Sturheit, weg von dem Recht haben wollen, in die Wandlungsfähigkeit kommen, in die Flexibilität, in die Offenheit, in die Toleranz, auch anderen Meinungen gegenüber und nicht gleich irgendeine Keule rausholen und immer draufhauen, mit dem Vorschlaghammer aufs Gänseblümchen. Ja, also die Sturheit, die hat einen Gegenpol und dieser Gegenpol heißt Umkehr. Wir wollen mal schauen, was ist denn Umkehr? Da schreibt Hildegard, die Liebe zur spirituellen Umkehr setzt die Kraft frei, einen Neuanfang zu wagen. Mit der Kunst umkehren zu können, eröffnen sich neue Möglichkeiten, die das Leben total verändern. Nur die Umkehr hat die Kraft, Irrwege, falsche Gewohnheiten und Blockaden zu beseitigen, die unsere Welt zu einem Gefängnis gemacht haben. Das Leben ist ständig im Wandel. In unserem Körper werden stets neue Zellen gebildet und alte abgebaut. Darin liegt das Geheimnis der Regenerations- und Heilungsmöglichkeit. Hautzellen leben ungefähr 28 Tage. Blutzellen circa 4 Monate und Knochenzellen 3 Monate. In dieser Zeit haben sie sich vollständig erneuert. Sobald wir uns aber von der Regenerationsquelle trennen, verlieren wir Energie und das Leben ist in Gefahr. Wir erschöpfen uns bis zum Burnout-Syndrom und unser körpereigenes Immunsystem bricht zusammen. Über 20.000 Autoaggressionskrankheiten werden Tür und Tor geöffnet. Energieverlust und Trennungen von der Lebensquelle erzeugen Angst und Furcht und viele andere Katastrophen. Angst und Furcht können wir nur überwinden, sofern wir die kosmischen und die göttlichen Kräfte in unserer Seele aktivieren und wieder miteinander verbinden. Wenn Sie die richtige Verbindung zwischen Körper und Seele, göttlichem und menschlichem, Herz und Geist hergestellt haben, kommt es zu einem gewaltigen Vulkanausbruch, der Sie explosionsartig erschüttert und ein starkes Herzklopfen auslösen kann. Hildegard nennt diese Explosion sinnigerweise Compunctio Cordis, also das Herzklopfen, beziehungsweise das Anrühren des Herzens. Wir sind erstaunt und sehen plötzlich Möglichkeiten, die uns bisher verschlossen waren. Nur so werden wir aus unserem Koma und dem Nichtstun erwachen. Die Liebe wird von nun an unser Leben auf allen Ebenen verändern. Jetzt wird die Welt, wie sie ist, unser Arbeitsplatz. Wir fühlen uns auf einmal mit allen Menschen, Tieren, Pflanzen, ja, mit der ganzen Schöpfung solidarisch verbunden und empfinden das Leid und die Qual, die Verwüstung und den Horror, den wir uns und der Schöpfung tagtäglich antun. Die göttliche Energie, als Funke in uns gepflanzt, gibt uns die Transformationskraft, unser eigenes Leben und das unserer Umgebung so zu verändern, wie es Gott von uns wünscht. Das ist es. Entweder wir werden lieben, dienen, mit Ehrfurcht die göttliche Gegenwart in allem, was wir sehen und respektieren, oder wir werden alle an der unersättlichen Profitgier, am Nichtstun, weglaufen und wegsehen und an der zügellosen Zerstörung dieser unserer Erde zugrunde gehen. Das Herzklopfen ist also keine Krankheit, die man mit Beta-Blockern blockieren soll, sondern ein Aufrütteln Gottes.
Die ungerechten, lieblosen und chaotischen Zustände dieser Welt durch eigene Aktivität zu verändern. Es ist interessant, was Vikat Strelo hier aus dem zusammengetragenen Wissen von Hildegard von Bingen macht. Also er sagt oder sie sagt, das Herzklopfen ist also eine Warnung, eine Mahnung. Das ist ein innerer Zustand, weil etwas sich lösen will, etwas, was bis jetzt weggesehen hat, weggehört hat. Ich denke da an die Wechseljahre der Frauen beispielsweise. Ich kann mich erinnern, als ich in die Wechseljahre kam, da war ich Ende 40 und da war von einem Tag auf den anderen hatte ich Herzklopfen, Herzrasen, Schweißausbrüche, Schlaflosigkeit. Und ich hatte damals großes Glück, ich war an einen Heilpraktiker geraten, dem ich das geschildert hatte und ich sagte, ja, ich weiß, die Wechseljahre. Und dann zählte er das alles nochmal auf, was so meine Symptome waren und dann sagte er, Herzrasen, Schweißausbrüche, Schlaflosigkeit, was sind das für Symptome? Und ich sagte so, ja, Wechseljahre. Nein, sagte er, wir reden von Symptomen. Das sind die Symptome der Angst. Finden Sie heraus, wovor Sie Angst haben. Das war sehr interessant, weil das habe ich damals versucht und habe relativ schnell herausgefunden, dass es tatsächlich eine innere Verengung war bei mir angesichts dessen, was auf dieser Welt alles so los war und was passierte und auch die Sorge dafür, mitschuldig zu sein an all dem, was da so den Bach runterging. Das war ja die Zeit, in der ich mich auch um diese Themen kümmerte, Mutter-Kind-Beziehung und so weiter und sah, dass diese Themen ja in der Öffentlichkeit, in den Medien und so weiter nicht nur eine ganz untergeordnete Rolle spielten, sondern eher bekämpft wurden. Weil wer davon redet, der ist ja dann praktisch, stellt sich gegen die Erwerbstätigkeit der Frau, was übrigens nicht stimmt, was ich auch nicht gemacht habe. Die Astrid Lindgren, die schwedische Kinderbuchautorin, die war übrigens viel politischer, als man denkt. Und die hatte einen sehr guten Ausspruch zum Thema. Die hatte sich auch stark gemacht für die Mutter-Kind-Beziehung in den ersten 3 Jahren und hat gesagt, jede Frau soll ihre Ausbildung machen, jede Frau soll studieren, wenn sie studieren will. Aber wenn dann Kinder kommen, dann sollte sie zumindest in den ersten Jahren Zeit haben für das Kind und nicht denken, was für eine Schande, dass ich zu Hause sitzen muss. Also und das war immer meine Haltung. Naja, und auf jeden Fall, um auf diese Symptome zurückzukommen, als ich erkannt hatte, was mein Weg war, nämlich über die Missstände zu sprechen und auch wenn es vielleicht Gegenwind gab, weiter zu thematisieren. Da ist die innere Angst, dass ich mich mitbeteilige an dieser wirklich zerrütteten und destruktiven Entwicklung für unsere Erde, das war vorbei. Und ich hatte von der Sekunde an, und das waren relativ schnelle Entscheidungen auch, überhaupt keine Symptome mehr. Also deswegen kann ich das hier nur bestätigen, was hier eben steht, dass es die unersättliche Profitgier ist, das Weglaufen, Wegsehen, alles beteiligt sich an der zügellosen Zerstörung der Erde. Das Herzklopfen ist also keine Krankheit, sondern ein Aufrütteln Gottes, die ungerechten, lieblosen und chaotischen Zustände dieser Welt durch eigene Aktivität zu verändern. Sehr schön der Hinweis. So, jetzt wollen wir mal weiterlesen, was Hildegard sagt zu destruktiven Worten und dem Bild der Sturheit. Die Sturheit ist halsstarrig wie ein Stier. In seinem breiten Nacken sitzt die Kraft und der Zorn, mit dem er gegen alles losgeht, selbst gegen sein eigenes Leben. Das nennt man Autoaggression. Die Stiergestalt repräsentiert das versteinerte Herz, das aus Sorge und Angst um das Leben entsteht. Wer innerlich versteinert, gleicht den Toten, die weder hören noch sehen, noch durch Gottes Lebenshauch wiederbelebt werden können.
Denn die Sturheit ist so bösartig und kalt, dass sie wegen ihrer inneren Gefühllosigkeit nichts erweichen kann. Wörtlich heißt es: Ich will die ganzen Möglichkeiten des Lebens gar nicht erst kennen, sagt die Sturheit. Wenn ich mich aber schon mal über dies oder jenes äußere, dann schlage ich mit Gewalt zu. Auch die Erde ist hart und felsenfest, damit sie nicht von Wind und Wetter zerstört werden kann. Deshalb bleibe ich bei meinen eigenen Interessen kompromisslos und hart wie Stein. Es stört mich nicht, dass ich nicht mehr weinen kann. Ganz im Gegenteil, viele sind doch schon an ihrem Kummer zugrunde gegangen und in ihren eigenen Tränen ertrunken. Gott schenkt seine Güter eh denen, die er auserwählt hat. Warum soll ich mich für etwas abrackern, was ich doch nicht ändern kann? Wenn ich mich bemühe um etwas, was ich doch nicht ändern kann, dann wäre das sinnlos. Ja, und was sind die organischen Auswirkungen der Sturheit? Verhärtung, Hartherzigkeit können zur Erkrankung des autonomen Nervensystems in der Region des Kreuzbeins führen, ganz speziell am dritten Kreuzbeinwirbel. Die hier austretenden Ischiasnerven kontrollieren die Funktion des Herzens, Enddarms, Urogenitalsystems, die Nierenfunktion sowie die Funktion der Geschlechtsorgane. Bei Reizung oder Entzündung der Ischiasnerven ist die Beweglichkeit der Hüften eingeschränkt. Die starken Schmerzen strahlen bis in die Oberschenkel, Knie und Füße aus. Gesundheit in dieser Region ist Voraussetzung für Funktion und Durchblutung sämtlicher Organe, besonders von Herz und Gehirn. Hildegard beschreibt viele Formen der Herzenshärte und Versteinerung durch die Leiden der Welt. Verhärtungen sind Sklerotisierungen, Symbole für eine menschen- und naturfeindliche Umgebung. Manche Menschen sind vollständig sklerotisiert, multiple Sklerose, Alzheimer-Krankheit, Zerebralsklerose, aber auch Versteinerungen des Herzens und der Herzkranzgefäße, also Arteriosklerose, die im Herzinfarkt und Schlaganfall enden können. Hildegard beschreibt bereits vor mehr als 850 Jahren die Ursachen und nennt die Therapie. Starrsinnige Menschen, heißt es wörtlich, haben meistens keinen Respekt mehr vor Gott, weil ihr Herz wie mit Pech verschmutzt ist. Daher reden sie und handeln, als ob es Gott überhaupt nicht gäbe. Sie geben sich auch nicht die geringste Mühe, nach dem Guten zu fragen oder nach der Milde dankbarer Liebe. In ihrer Herzenshärte stehen sie trotzig gegen Gott, weil dieses Laster den Menschen gefühllos und abgestumpft macht. Sie steigen auf die höchsten Höhen einer fragwürdigen Sicherheit, von wo sie keinem Menschen mehr vertrauen. Sie haben auch keine Ahnung mehr von der Herzensgüte, einer liebevollen menschlichen Beziehung. Sie schießen ihre Worte wie Pfeile und richten ihre Bosheit mit Vorwürfen auf ihre Mitmenschen, um ihnen absichtlich so viel wie möglich Angst und Schrecken einzuhauchen. So bringt es dieses Laster auch durch seine erbarmungslose Sprache zum Ausdruck. Ihm leistet die Herzensgüte Widerstand und ermahnt die Menschen, häufig zu Gott aufzuseufzen und ihm treu zu bleiben. Sie zeigt den Menschen, wie sie von Gott alles erbitten und wie sie auf sanfte Weise vor dem Ansturm der bösen Mächte der Herzenshärte befreit werden können. Mit der Kunst, umkehren zu können, werden neue Möglichkeiten gesehen, die das Leben wieder lebenswert machen. Denn wir warten schon seit 2000 Jahren wegen unserer Tatenlosigkeit vergeblich auf den neuen Himmel und die neue Erde. Diese Transformation geschieht durch den Willen und die Kraft zur Umkehr. Das ist ein schöner Gedanke jetzt für alle die, die nachher beim Abendgebet wieder dabei sind. Denn durch diesen Willen, also 2000 Jahre vergebliches Warten auf den neuen Himmel, 2000 Jahre Tatenlosigkeit, in der Tat, das stimmt. Aber jetzt wollen wir uns ja alle zusammentun, um gemeinsam weltweit eben diese Tatenlosigkeit zu beenden und Leben,
Leben durch unser Licht hier mit einzubringen. Ja, Wiekart Streling spricht auch vom Ursprung der Sturheit. Wie kann Gott so etwas zulassen, wird hier gefragt. Was für ein grausamer Gott, der Menschen opfert, Kriege führt und Kinder sterben lässt und nicht rettend eingreift. Gott aber hat nicht die Schöpfung ins Leben gerufen, damit er sie vernichtet und uns einen Ausgang öffnet, uns von der Welt zu verabschieden. Wir tragen wegen unserer eigenen Lieblosigkeit, Untätigkeit und Sturheit selbst die Verantwortung für die Grausamkeiten gegen das Leben und die Schöpfung, weil wir uns von ihr verabschiedet haben. Nur die von diesen Zuständen profitieren, die Mächtigen und die Reichen, haben ein Interesse, alles beim Alten zu lassen und aus dem Leid und den Schmerzen der Menschen noch Kapital zu schlagen. In den Seelen der Hartherzigen herrschen spirituelle Finsternis und Vernichtungswahn wie glühendes Pech und brennender Schwefel. Durch ihre finsteren Gedanken und bösen Taten lagern sich in ihrem Körper Schlacken und Giftstoffe ab, die zur Verhärtung sämtlicher Organe führen können. Hartherzige Menschen versteinern innerlich und zeigen weder zu sich selbst noch zu anderen Freundlichkeit und Mitgefühl. Leider werden sie meistens erst durch die Krankheiten gezwungen, umzukehren oder neu anzufangen. Oft ist es auch zu spät. 60% aller Herzinfarktpatienten sterben bereits innerhalb von 2 bis 3 Stunden nach der Herzattacke, meistens durch die brutale Öffnung der verstopften Arterien mit Nitroglycerin. Mit Galgant öffnen sich dagegen die Gefäße nur behutsam und halten den Thrombus, damit er nicht ins Herz abwandert und einen Stillstand auslösen kann. Glücklich, wer Galgant bei sich hat und damit den Infarkt oder Schlaganfall verhüten kann. Ja, ich stelle euch das nachher wieder ein. Dies Pilogal, diesen Galgant, den man in der Tat immer dabei haben sollte, für sich und für alle anderen auch, wenn es darum geht, dass jemand plötzlich mit dem Herzen ein Problem bekommt, auch übrigens mit der Verdauung, wenn also Verkrampfungen da sind im oberen und unteren Bauchbereich. Und wie gesagt, die können auch sehr schnell hochwandern zum Herzen hin. Wie sieht denn die spirituelle Heilung aus? Wer seine Sturheit und Herzenshärte beseitigen und umkehren will, sollte im Hildegard fasten, die Nähe zu Gott suchen, der die Quelle jeglicher Liebe ist. Wir haben in uns zu viele selbsterwählte Blockaden, mit denen wir die Hilfsbereitschaft und Herzlichkeit verdrängt haben. Der Heilungsprozess ist nicht leicht. Hildegard empfiehlt Fasten, körperliche Abhärtung sowie Gebete auf den Knien, unter Tränen, in Reue. Huiuiui. Die Reue ist eine wunderbare Kraft, mit aussichtslosen Situationen fertig zu werden und einen Neuanfang zu wagen. Das stimmt übrigens wirklich. Andreas und ich hatten gerade ein Gespräch darüber, wie wichtig es ist, gewisse Dinge zu bereuen, und zwar so ehrlich, dass klar ist, dass so etwas nie wieder passiert, wenn es um irgendeinen Fehler geht, den man gemacht hat, den man auch nicht wieder rückgängig machen kann. So ist die Reue, die Buße, das Richtige. Aber nicht so, wie die Kirche jetzt sagt, du musst jetzt hier beichten und büßen und zahlen. Sondern büßen heißt wirklich, dass es bis ins Innerste geht. Also gerade wenn wir über diese Situation des Herzklopfens sprechen, was eine Warnung des Schöpfers ist, du sollst genau hinschauen, beteiligst du dich an so viel Unrecht mit, an so viel Destruktivität, die hier verbreitet wird. Und wenn du erkennst, oh je, ja, mache ich, dass du dann in die Reue kommst und es abbüßt, indem dein innerer Zustand dir für eine Weile wirklich keine Ruhe lässt. Den muss man nicht künstlich herstellen, sondern wenn du wirklich büßt, spürst du das einfach. Dann bewegt es dich, dann erschüttert es deine Seele, dann tut es dir leid. Vor allem, wenn du dann vielleicht noch
das Wohl oder Leben anderer Menschen belastet hast damit. Ja, und diese Reue und Sühne und Buße, die sind eben auch wichtig, damit die Fäden, die du zu dem anderen, den du geschädigt hast, die da gespannt wurden, dass du diese Fäden wieder loslösen kannst, ablösen kannst. Ja, hier heißt es, beschäftigen Sie sich immer wieder mit den heiligen Worten der Umkehrkraft. Das ist das Hildegard-Gebet für die Umkehr. Und das heißt, ich, die Erneuerungskraft, trinke vom Tau seines Segens und rufe lächelnd unter Tränen, Herrgott, hilf mir. Mit wunderbaren Harfenklängen antworten mir die Engel, wenn ich zu ihm rufe. Daher leuchtet mir die Morgenröte seiner Gnade entgegen. Er gibt mir die Kraft für das Leben, weil ich ihn bitte. Er möge mich bitte nicht im Stich lassen. Du aber bekommst nichts von ihm, weil du auch nichts von ihm erbittest. Also versteht ihr, dieser Vorgang, dass alle Eitelkeit von einem Menschen abfällt, weil er erkannt hat, ich habe Mist gebaut und ich bin hier jetzt gerade nicht da auf der obersten Stufe, sondern ganz unten auf den Knien. Und ich bitte um Entschuldigung, ich bitte um Verzeihung, um Vergebung. Dann hat man wirklich die Chance der Erneuerung und der Umkehr. Die Umkehr in Aktion sieht so aus. Die Liebe Gottes, die als Funken in uns gesenkt ist, hat die Kraft, alle Zellen in uns zu durchdringen und zu regenerieren. Sie hat die Kraft, das Immunsystem zu stärken, Krebszellen zu beseitigen, den Bluthochdruck zu senken, das Herz rhythmisch schlagen zu lassen, Wunden zu heilen, Schmerzen zu beseitigen und die Hormonregulation zu normalisieren. Chemische Arzneimittel werden durch die Wirkung der Heilenergie meist vollkommen überflüssig. Das ist eine Tatsache, die viele tausend Hildegard-Patienten selber am eigenen Leib erfahren haben. Die kosmische Liebe ist eine gewaltige Befreiungskraft von allem, was das Leben hindert und blockiert. Immer sind wir es selbst, die sich im Wege stehen, einen neuen Anfang zu wagen. Dabei empfindet jeder selbst in seinem eigenen Herzen genau, was er tun muss, um sein Leben zu ändern, auszusteigen und den ganzen Wahnsinn hinter sich zu lassen. Aber uns fehlt der Mut zum totalen Loslassen, um uns von unseren Blockaden zu befreien. Viele müssen erst durch das Tal der Tränen gehen und durch schlimme Krankheiten gezwungen werden, am wirklichen Leben teilzunehmen. Viele schaffen es nie und sterben, bevor sie richtig gelebt haben. Jeder bekommt im Laufe seines Lebens einmal oder sogar öfter sein Herz zu spüren. Meistens meldet sich unser Herz entweder durch harmloses Herzklopfen oder sogar durch Herzschmerzen, die, wenn sie nicht sofort beseitigt werden, einen lebensbedrohlichen Herzinfarkt auslösen können. Jetzt hat man die Wahl und kann sich chemisch mit Nitroglycerin oder Beta-Blockern weiterhelfen. Aber diese Mittel verstärken die Herzschwäche, können geradezu Herzinfarkt, Schlaganfall und Rhythmusstörungen auslösen. Viel besser, genauso rasch, wirksam und ungefährlicher ist die Herzschmerzbeseitigung mit Galgant, einer scharfen Wurzeldroge aus der Ingwer-Familie. Bereits innerhalb von wenigen Minuten verschwinden Herzschmerzen, Herzschwindel und Herzschwäche. Und so kann man den Herzinfarkt und Schlaganfall tatsächlich verhindern. Über 20.000 Hildegard-Patienten, schreibt Wiekart Strelo, haben ständig Galgant bei sich und konnten sich von der zuverlässigen Wirkung überzeugen. Ja, ich bin zum Beispiel kein Herzpatient, aber Hildegard-Patient und ich habe das Zeug halt auch immer bei mir. Ja, und zum Schluss möchte ich euch noch die heilenden Worte und das Bild der Umkehr, also der Gegenspielerin zur Starrsinnigkeit, zur Sturheit vorlesen. Die Umkehr kämpft gegen die Sturheit und spricht unter Tränen und auf Knien
Du bist total auf dem Holzweg, wenn du meinst, es ginge nicht ohne Anstrengung. Selbst die Vögel und die Fische, die wilden Tiere, Würmer und Reptilien mühen sich alle auf dieser Erde für ihr eigenes Dasein ab. Die Jungen fordern von den Alten ihr Futter und die Erde erbittet ihre Lebenskraft von der Luft und von der Sonne. Warum kämpfst du so leidenschaftlich gegen Gott? Ich, die Erneuerungskraft, trinke vom Tau seines Segens und rufe lächelnd unter Tränen: Herrgott, hilf mir. Mit wunderbaren Harfenklängen antworten mir die Engel, wenn ich zu ihm rufe. Daher leuchtet mir die Morgenröte seiner Gnade entgegen. Es gibt mir die Kraft für das Leben, weil ich ihn bitte, er möge mich nicht im Stich lassen. Du aber bekommst nichts von ihm, weil du auch nichts von ihm bittest.